Ich möchte euch hier mal was zeigen, was total interessant ist. Wir sehen ja, ich habe es jetzt schon vorher eingezeichnet, dass wir ja Previous, das Vormonatslow rausgenommen und das Vorwochenlow. Wir sehen auch, dass wir hier uns für 1, 2, 3 Wochen in dieser Range aufhalten. Jetzt hat am Montag, also hier, Moment, ich schaue, wo es genau war. Mittwoch. Genau, hier am Montag haben wir das Previous VK rausgenommen, hatten jetzt nochmal den Drop runter, haben hier Massive Liquidität rausgenommen. Um hier tiefer in den Orderblock reinzukommen. Plus, wir sehen, wir konnten jetzt in der 2 Stunde zumindest, 4 Stunden nicht drunter schließen. Wir haben hier sehr starke Level, also könnte durchaus sein, dass wir weiter long gehen. Das ist noch ein Swing Trade, den ich da offen habe. Deshalb der große Stop Loss. Take Profit ist da oben. Also ich denke, dass wir da long gehen können. Ich schaue jetzt mal von der Perspektive, von der Smart Money Perspektive, was wir da für einen Trade setzen können eventuell. Jetzt schaue ich noch die Sessions an von den Vortagen. Wednesday. Hat man das Low. Okay, die Bereiche sind auch von den Vorwochen weit genug, Vortage von den Sessions ist auch weit genug weg. Wir hatten hier einen ziemlichen Pump, da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, weil es ja theoretisch im Intraday ein Countertrend ist. Wir sehen jetzt, dass wir hier diesen Buy-to-Sell-Bereich haben. Auch schon hier reagiert haben, das neue Low gemacht haben, aber halt nicht das Low halten konnten. Wir sehen jetzt, wir kommen momentan da sehr kompresst rein. Wir wollen da einfach nur Verkäufer reinholen. Das wissen wir schon mal. Also das wird ein Trap sein. Ich glaube nicht, dass das hält. Schön wäre jetzt, wenn wir Teilliquidierung sehen von den gleichen kleinen Buy-to-Sell-Bereichen hier. Hier drauf zum Beispiel, um dann weiter long zu gehen. Das wäre jetzt so ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Das möchte ich jetzt auch mal versuchen. Sollte er mich da rauskicken, dann kann ich es ja noch mal versuchen. Also hier. Stop loss. So. Und jetzt könnte ich sogar hier sagen, ich versuche den Swing und peile das Vormonats-High an. So, schauen wir mal, was passiert. Mal schneller. Muss jetzt nur schauen. Er hat jetzt die Liquidität rausgenommen. Ich lösche mal die anderen Sachen hier raus. Nicht, dass er nämlich jetzt schon long geht, weil wir nämlich hier das liquidiert haben, hier reingekommen sind. Schauen wir mal. Ah, verdammte Kacke. Das
Das ist jetzt doof. So tief wird er wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber wir hätten jetzt schon mal schön ein Pullback. Wir haben hier einen Sell-to-Buy-Bereich, wo wir uns long platzieren könnten. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Hier. Da ist die Open von dem Sell to Buy. Schauen wir mal, wie der da runterkommt. Genau, also in dem Bereich, in dem Open OB-Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass er weiter long geht. Jetzt schaue ich aber erstmal natürlich, was morgen früh los ist, wie der Trade sich bis dahin verhält. So, jetzt schauen wir noch erstmal, wo die Session High und Low sind von den Vortagen. Also, wir sind ja immer noch long strukturiert. Was wollen wir wieder sehen? Wir wollen jetzt erst Manipulation nach unten, um dann long zu gehen. Wir sehen schon, also die Open um 12 Uhr. Wir haben jetzt hier noch keine wirkliche Manipulation nach unten gehabt. Wir hatten den Push hoch. Hier hat man eine kleine Manipulation nach oben, die war da. Wir haben auch Teilliquidität genommen. Also der Bereich könnte tatsächlich halten. Aber wir schauen jetzt mal, wie er reinkommt. Wir können aber uns trotzdem den Sell-to-Buy-Bereich natürlich markieren. Hier ist die Open. Und hier ist der größere, die größere Open von dem Orderblock. Ich denke, der Bereich ist ganz gut. Mach ich mal weg. Ich glaube schon, dass es so tief noch kommen kann. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass das sehr kompresst hier ist. Also eventuell kommen wir doch noch mal da tiefer. Wir haben ja auch ziemlich gleiche Lows. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie wir da reinkommen. Wie der Markt sich weiter verhält. Was wir sehen, ist ja sehr kompresst. Schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Bereich sehen, von dem er jetzt short gehen könnte. Wir haben hier ein Hidden Order Block Bereich, da auch gleich nochmal, also hier an den Zonen, da reagiert er jetzt natürlich immer. Wir sehen jetzt auch, wie er den Bereich gerade hält. Aber ich sehe jetzt noch nichts, wo ich sage, ich möchte einsteigen. Gut. Da Trap Zone gewesen. Nochmal hoch. Jetzt runter. Und jetzt einfach Teilliquidität nehmen und hier so in den Bereich reinkommen. Wenn man möchte, kann man natürlich einen Swing machen. Dann hier. Beziehungsweise da unten der Swing Stop Loss und dann halt wieder den gleichen Bereich anpeilen. Da möchte ich jetzt noch keine Buy Limit reinsetzen, weil es mir zu unsicher ist. Ich schaue jetzt weiter, wie sich der Markt verhält. Okay.
Na, nichts Interessantes, weil der Push hat jetzt keinen Hoch gemacht. Also er pusht tiefer. Er hält einfach jetzt den nächsten Sell-to-Buy-Bereich. Ups, hier den Sell-to-Buy-Bereich hält er gerade. Was mir schon mal gut gefällt, ist die kleine Seitwärtsphase. Diese hier, also schön wäre Liquidierung der Seitwärtsphase, um dann long zu gehen. Dann hätten wir auch den Teil hier von dem Bereich liquidiert. Aber bis jetzt sehe ich da auch noch nichts. Er hat jetzt erst oben liquidiert, deswegen uninteressant. Jetzt kommt er langsam in unseren interessanten Bereich rein. Er ist auch schon sehr, sehr kompresst hier, das Ganze. Jetzt schauen wir mal in die 5 Minuten rein. Ob wir da irgendwas sehen. Nee, nichts Interessantes. Okay, OpenOB hat da reingetatscht. Er hat auch die Liquidität hier genommen. Wir hatten hier so eine sehr schöne Complex Pullback von dem Push. Jetzt kommt er da rein, hat schon mal eine Boss gemacht. Aber ich möchte trotzdem noch abwarten. Das ist mir noch nicht sicher genug, um den Long zu nehmen. Das war einfach nur Teilliquiditierung, weiter Short. Ich würde jetzt 9.24 Uhr. Schauen wir mal noch. Ich hoffe, dass er noch tiefer kommt. Hier ins Extrem wäre ganz schön. Also ich tendiere jetzt den doch short zu nehmen. Wir hatten hier den Trap, haben wir liquidiert und ich denke jetzt, dass der Bereich hier für einen Short gut werden könnte und tatsächlich dann doch nochmal eine Korrektur hier runter, beziehungsweise wenn er da drauf kommen sollte, werde ich schauen, ob ich den nehmen muss. Profite. Schauen wir mal, ob er noch mal reinkommt. Sollte er vorher jetzt da drauf kommen, habe ich kein Interesse mehr, den Short zu nehmen. Das gefällt mir jetzt nicht mehr optimal, was er da macht, so ganz. Kein Momentum drin, den schließe ich jetzt doch lieber mal komplett. Machen wir den mal raus. Okay, da warten wir lieber doch noch ab. Ah, okay, es sind News, deswegen ist das so komisch. Hier den relativ schönen Kanal. Sind da mal kurz rausgekommen. Hat da ziemlich gleiche Hochs hinterlassen. Der Bereich ist jetzt doch noch weiter interessant, aber jetzt warten wir mal, was die News machen. Okay, Bums. Tiefer gekommen. Hat er das jetzt schon genommen? Nein. Wir haben jetzt auch gleich nochmal News. Aber da bin ich ja dann sowieso eher interessiert, dann wieder zu kaufen. Schauen wir mal, was bis dahin passiert zu den News hier. Habe ich da umgestellt? Nee. Mich schon gewundert über die Zeiten.
Seht ihr, er hängt sich da an dem Previous High auf. Session High. Ach so, jetzt stimmt das gar nicht. Das ist mir schon klar, weil die Uhrzeit umgestellt ist. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Ah, ist es hier? Das stimmt auch nicht. Das da. Und da was. Okay. Das gehört weg. Haben wir jetzt vier drin? Also, ja, okay. Was ist das da? Ach, das ist nur der Strich von der Order. Ah, okay. Gut. Dann haben wir nämlich hier schon ein ganz anderes Szenario. Jetzt schaut sie ganz anders aus. So, wir haben da die Liquidität genommen. Hätte ich dann natürlich. Hat meine Analyse ganz anders ausgeschaut. Weil wir ja Asia Law quasi dann doch aktiv bleibt, weil wir hier schon mal genommen hatten. Wir haben jetzt hier die Liquidität genommen. Also ist der Bereich da unten doch weiter interessant. Aber wir müssen sowieso jetzt erstmal News abwarten und dann schauen, ob wir da was handeln können. Okay. Ich komme jetzt doch tiefer hier rein. Waren das jetzt schon die News? Nein. Oh. Kommt da gut weg. Das war der Ursprungs-Long, den ich ja nehmen wollte hier. Den hätte er jetzt aktiv gehabt. Aber vielleicht findet man Einstieg. Das machen wir jetzt mal weg. Das ist auch uninteressant. Wir haben da jetzt relativ viel liquidiert. Dem Bereich, also der könnte tatsächlich long gehen. Wir haben hier auch schon die Liquidität stehen lassen. Jetzt muss man halt einfach einen Einstieg finden. Aber wie gesagt, die News jetzt mal abwarten. Ah, scheiße. Scheiße. Da wir sehen, offensichtliches Target, wir könnten jetzt relativ weit oben nach dem Einstieg suchen, weil wir haben jetzt durch die News Momentum drin, der sollte jetzt die Liquidität halten, den können wir mal versuchen. Jetzt habe ich da einen größeren Stop. Vielleicht können wir den noch enger setzen. Schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall das da unten covern. So. Schauen wir mal, ob die Beine mit funktioniert. Scheiße. Gut, das war nix. Das war ein Loss. Wie viel Uhr ist jetzt? 15:10 Uhr. Er hat jetzt von der Trendlinie Teilliquidität genommen.
Jetzt schauen wir, ob wir einen Long-Einstieg noch bekommen. Bisschen langsamer. Geht da doch hier an die Fair Value, ans Extrem oder Fair Value. Ansonsten. Müssen wir dann schauen, ob wir morgen Einstieg finden. Der schaut. Schade. Schade, Marmelade. Wir haben jetzt hier einen Push-Leg mit einer weniger schönen Korrektur. Ziemlich rund hier. Aber wir können trotzdem versuchen, ob der das hält. Sollte das nicht halten, dann ja, war es das für heute. 17.30 Uhr. Den würde ich jetzt mal nur bis daher anpeilen. Okay, ja, das wäre es dann für heute. Gehen wir mal vor. Vielleicht kriegt man noch einen anständigen Trade zustande. Morgen dann, am nächsten Tag. Gehen wir einfach mal fast forward. So, okay. Wir sehen ja, der Bereich schön gehalten, massig Liquidität genommen, müssen einfach nur einen Continuation Buy Einstieg finden. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir sehen, dass wir bullische Daily Kerzen haben. Also wir hatten einmal da eine Daily bullische Kerze, wir hatten jetzt da die Daily bullische Kerze und jetzt wollen wir sehen, Manipulation nach unten, um dann weiter long zu gehen. Also das gleiche Spiel wieder. Jetzt schauen wir wieder an, wo unsere Bereiche sind. Könnte jetzt erstmal hochkommen, um dann die Short-Manipulation zu machen. Wir sehen, wir haben hier einen sehr kompressten Bereich wieder. Wir schauen jetzt, dass es von der Uhrzeit passt einigermaßen. Also, wenn wir jetzt long strukturiert sind, dann schauen wir jetzt mal, welcher Bereich interessant sein könnte für den Long-Einstieg.
Das ist relativ hässliche Preis-Action hier, das Ganze da. Bis auf da, wir haben hier eine schöne Demand-Chain, die wir respektiert haben. Und in dem Bereich, in dem Sell-to-Buy-Bereich, bei der Open hier, wo er dann auch Asia Low liquidiert hätte, wenn er da runterkommt, dann hätten wir eine schöne Korrektur, also Push, Korrektur. Das wäre jetzt das Optimum. Aber ehrlich gesagt, wenn er jetzt short strukturiert ist, möchte ich jetzt nicht unbedingt, dass er nochmal ganz so tief kommt. Wir sehen ja jetzt unsere Buy-to-Sell-Bereiche hier. Sell to buy. Wir haben jetzt einen Trap hier. Trap Zone. Die nochmal Käufer reinholt. Von mir aus auch bis hier hoch, um dann runter zu pushen. Aber ganz vorsichtig. Schauen wir mal, 7.10 Uhr. Wir haben eh noch Zeit. Schauen wir mal, da mag ich noch nicht handeln. Aber der sieht gut aus für den Long. Genau, also Trap Zone hat gehalten. Was ich gesagt habe, ist auch wunderbar. Jetzt um 8.07 Uhr kann dann gerne der Drop kommen. Vielleicht handle ich den sogar, wenn er gut aussieht. Nochmal gern Push hoch. Wir sehen jetzt wieder Trap Zone. Da könnten wir uns auch gern platzieren. Sollen wir das mal wagen? Der ist halt schon relativ weit, aber er könnte nochmal das High nämlich rausnehmen und dann erst liquiditieren. Das machen wir mal. Okay, jetzt aber Break Even. Ah, schade. Da muss man halt schnell Break Even gehen, weil ich weiß, es ist eine Trap Zone. Ist ja klar. Wenn ich weiß, das ist eine Trap Zone, dann will ich nicht hier lang drin bleiben. Also, er ist jetzt durchgekommen. Und jetzt ist halt die Frage, okay, hat die Trap Zone gereicht? Hier haben wir ja auch Trap. Wird er jetzt nur den Push hier durchmachen? Quasi hier baut er Liquidität auf. Wird er jetzt nur den Push hier reinmachen? Darunter, um dann long zu gehen. Das ist ja natürlich auch jetzt nochmal eine Möglichkeit, was er machen könnte. Wir schauen deswegen, wie er sich in dem Sell-to-Buy-Bereich verhält. Und eventuell können wir da nämlich einen Long-Einstieg finden. Schade. So tief kam er nicht. Vielleicht schafft das noch in unsere Zone rein. Schön wäre halt jetzt da einfach die Manipulation tiefer rein und dann raus. So, in den Fair Value Bereich rein. Da. Okay, er hat es manipuliert. Ihr seht, er ist drunter gekommen. Jetzt haben wir eine starke Reaktion. Frage ist halt nur, wie weit geht die Reaktion? Wir müssen jetzt noch ein bisschen abwarten. Okay, das gefällt mir sogar noch besser. Wir warten aber immer noch ab. Wir haben jetzt noch nichts da. Okay, er kommt einfach tiefer. Wir warten. Okay, es sind Inus. Dann warten wir noch länger. Warten. Langsam kommt er wo rein, wo es Sinn macht. Okay.
Also er hat jetzt quasi... Was hat er jetzt gemacht? Er hat jetzt erstmal Käufer reingeholt. Jetzt kommt die Manipulation nach unten. Möglichst viele Verkäufer nochmal reinholen. Ich hoffe so, um dann so zu machen. Also ich würde jetzt sogar hier eine Limit-Order reinsetzen. Hier den Stop-Loss, falls er Asia Low kickt. Um dann long zu gehen. Und dann halt erstmal, ja, Intraday, beziehungsweise ist schon Swing, will ich dann mal schauen, dass ich da hochkomme. Das ist aber ein Risk Entry. Vielleicht, wenn ich dann was, wenn ich was sehe. Ach so, um 15 Uhr sind ja News. Gut, jetzt sind wir schon drin. Waren jetzt schon News? Nee. Ich würde jetzt mal ein bisschen was closen. Oder ich lasse den so. Ich lasse den Stop-Loss da, weil ja jetzt da News sind. Ich würde den so machen und einfach ein bisschen was closen. 50%. Und dann verlieren wir nichts. Wir haben dann immer noch ein bisschen Profit. Dann können wir sogar sagen, gut, vielleicht kommt der da hoch. Und wir lassen den Rest laufen. Aber jetzt mit den News ist mir zu gefährlich. Vor allem, er hat hier auch schon Liquidität aufgebaut. Wir sehen es, wie er die schön aufbaut. Eventuell kommt er nämlich nochmal runter. Und da will ich nicht, dass er mich break-even ausstoppt. Achso, das war's schon mit den News. Okay. Nichts Tragisches. Manipulation, Push durch, Manipulation. Wir hatten hier eine kleine Seitwärtsphase, ist wieder in die Seitwärtsphase und jetzt hoffe ich, dass er weiter long geht. Sieht auch hier aus wie ein schöner Komplex Pullback, also der könnte durchaus gut long gehen. Aber jetzt ist so wirklich pusht er nicht hoch, das ist immer nervig. Vor allem er macht jetzt gerade Liquidität massig. Aber von der Struktur soll es immer noch passen. Wir haben ja auch gut Profite genommen. Jetzt warten wir einfach mal ab. Okay, sehr schön. Also jetzt würde ich natürlich mal hier Break-Even gehen. 50% sind eh raus. 5. Obwohl wir 50% genommen haben, sind jetzt noch 6.000 fast offen. Wenn er jetzt hier drüber kommt, das sollte er einfach eigentlich rausnehmen. Dann können wir nochmal ein bisschen Profite nehmen. So genommen. Jetzt nehmen wir einfach nochmal ein bisschen was. Nehmen wir, was haben wir jetzt? 7.000, nochmal 50%. Und dann will ich einfach den Rest jetzt halt einfach hier laufen lassen. Hier ist ja schon massig Liquidität drin, also ja, kann schon sein, dass er den Drop macht nochmal. Aber wir warten jetzt mal ab. Gehen wir mal vor. Wir haben jetzt genug Teilprofite hier rausgenommen und dann warten wir jetzt einfach. Schauen wir, was der Markt macht. Das war der Final Trade dann auch für jetzt das Recording. Und schauen wir mal. Ich lasse jetzt durchlaufen. Wir beobachten einfach, ob er eben dieses... Wenn er Previous Week High liquidiert hat, dann könnte natürlich nochmal ein massiver Drop kommen, bevor die nächste Welle hochgeht. Aber wie gesagt, ich lasse jetzt einfach laufen. Thank you.
Ihr seht, wunderschön, wunderschöner Trade. 418 Pips trotz SMC, der da unten, hätte man den einfach drin lassen, aber hätte Fahrradkette. Aber das wäre der optimale Entry gewesen, der unser Initial Trade hier unten. Aber ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, diesmal mit Ton.